Willkommen zurück zu Let's Play Dead Rising 4. Wir werden jetzt die letzten zwei Gegenstände, Sammelobjekte in der Mall finden. Ist das hier oder wo ist das? Uns fehlt noch ein Foto. Oh, das ist ja neben mir. Was haben wir denn hier? Und ein Handy, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und das befindet sich im Bunker, eine Etage weiter unten. Wo geht's runter? Hier. Also es sollte sich zumindest hier befinden. Ja, hier ist es. Wo ist es? Hier drin irgendwo. Da liegt es. Podcast. Die Apostelin Paula berichtet von Zombies auf der einen und Obscuries auf der anderen Seite. Und außerdem lauert etwas noch Gefährlicheres in den Straßen von Willamette. Die Kunde beruft sich auf den Augenzeugen Apostel Corey. Zuerst hielt ich es nur für einen Schatten im Licht der Straßenlaternen. So wie eine Person, aber total verzerrt. Und dann hat es sich bewegt. Und ich habe den Kopf gesehen. Und da war dieses furchtbare Kreischen. Wie ein rostiger Nagel auf Was sich. Brauchst du? Und was dann? Hast du etwas erkennen können? Scheiße, nein. Ich bin schnell weg vom Fenster und habe gebetet. Ich habe nur gehört, wie sich das Ding da draußen entfernt hat. Und irgendwann habe ich keine Schritte, sondern nur noch mein Herz pochen hören. Ich glaube, das wäre der Teufel selbst. Vielleicht war er es auch. Das klingt beängstigend. Aber in diesen Zeiten müssen wir den Kampf annehmen. Unsere Feinde sind nur so stark, wie wir es zulassen. Nie aufgeben, Willemites. Oh, Abkürzung. In die Kanalisation reisen. Führt das hier hinten auch in die Kanalisation? Weil wir wollen ja jetzt aus dem Mall raus. In Old Town steht da. Dann gehen wir mal nach Old Town. Was ist es da? Ist Old Town da, wo ich eigentlich eh hin wollte jetzt in diesem Part? Das sehen wir gleich. Ja, ist es sogar. Okay, das hier ist nämlich das nächste Gebiet, was wir zu 100% abschließen. Okay, wir sind hier gerade im Bunker, dann können wir mal gucken, ob wir auch noch nebenbei ein paar Karten kaufen können. Ist kein einfacher Job hier. Oh. Präzisionszielen. Wenn du mit einer Fernwaffe ein Ziel anvisierst, bewege schnell, um auf einzelne Körperteile zu zielen. Kaufen wir. Ich helfe gern. Und das können wir noch nicht. Gut, dafür brauchen wir noch ein paar mehr Leute hier drin. Also, wir haben sogar Fertigkeitspunkte. Gut, dann machen wir. Überleben, ja. Und dann das hier. Verringert die Kosten für alle Gegenstände bei Schrotthändlern. Erhöht die Fernwaffen-Inventar-Slots um einen. Ja, oh ja, das ist gut. Auch wenn wir gerade eher Nahkampfwaffenplatz brauchen. Dann begeben wir uns mal aus dem Bunker raus. Und wir werden erstmal dahin gehen, auch wenn da nichts zum Finden ist. Zumindest wird dort momentan nichts angezeigt, aber das können wir noch entdecken. So. Das hätten wir. Ich gucke mich ja trotzdem mal um, weil wir haben ja noch nicht alle Karten. Vielleicht ist ja was. Sieht aber nicht danach aus. Das wurde noch nicht entdeckt. Und dann holen wir uns dort die Zeitung. Nein, lass die Parkour stehen. Ah, Scheiße. Ja, Frank, fällt dir auch auf, dass du dazu zu schwach bist. Was gibt's hier? Einmal Heilung mitnehmen.
Hier ist keine Heilung, hier ist alles Mögliche, nur nicht das, was ich brauche. Gut, dann brauche ich hier mal kurz ein bisschen Platz im Inventar. Nimm das. Das ist ein Event. Möglicherweise ein Überlebender. Oder auch nicht. Aber ein Exosuit. Oh, die wurden schon infiziert. Oh. Ja. Haut doch mal ab hier. Lebst du noch? Nein, du bist tot. Ich nehme jetzt einfach hier den Exosuit. Dann könnt ihr mir gar nichts mehr. Arm. Dazu muss ich noch Sachen entdecken. Auto, weg da! Und dich, dich mag ich nicht. Ich habe gerade sogar, weil ich den einen auseinandergerissen habe, noch ein paar mehr in der Nähe gekillt. Achso, haben wir das gerade entdeckt eigentlich? Ey, was soll das denn? Ja, doch, das haben wir jetzt entdeckt. Gibt's hier irgendwas Nützliches? Ja, ein Tresor. Ein Safe. Nagelregen. Hört sich gut an. Nur aus irgendeinem Grund. Vielleicht gibt's dafür auch eine Erklärung. Vielleicht ist das auch eine Fähigkeit, die ich erlernt habe, ich weiß es nicht. Ich verliere keine Energie vom Exosuit. Ich meine, so schlimm ist es jetzt ja nicht, aber ich will den auch nicht unendlich haben. Wäre dann ja auch vielleicht ein bisschen langweilig. Aber mal gucken, vielleicht ist das ja gleich wieder weg. Natürlich ist hier nichts. Kein Licht. Ja, hier soll eine Zeitung sein. Hier ist keine. Wo ist hier eine Zeitung? Achso, geht's noch weiter. Okay. Oh, der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Wo ist hier jetzt die Zeitung? Hä? Hier ist nichts. Okay, dann wird die irgendwie draußen oder auf dem Dach sein. Ja gut, ich kann, also den Exosuit, den kann ich ja... Oh. Okay, da ist er dann doch gut. Den Exosuit kann ich auch ganz einfach ablegen. Was mache ich denn? Gut, dann suche ich mir mal einen Weg aufs Dach. Ja, Zombie fangen. Oh, der lebt echt noch. Aber jetzt nicht mehr. Da flog Geld. Also ich denke, ich behalte den Exosuit jetzt noch ein bisschen. Aber nicht allzu lang. Okay, hier geht's echt hoch. Hier rein? Nee, hä? Achso, da unten ist die Tür. Der kommt ja blind. Entschuldigung, kannst du bitte hier runtergehen? Ist hier Geld drin? Nein. Natürlich nicht. Da war nichts drin. Ah, die Zeitung liegt am Klo. Was? Alternativer Sichtmodus? Was ist hier? Ah,
Tommy Graffiti. Wo ist mein Graffiti? Da war wieder Geld drin. Okay, nächster Ort ist da und nee, da. Dann laufen wir da lang. Dann gehen wir dort hoch. Dann hier hin, dann das, das. Dann holen wir hier den Schlüssel. Dann gehen wir möglicherweise hier unten wieder hin. Weil ich kann mir vorstellen, dass der Schlüssel bei irgendwas dort ist. Mal gucken. Kann ich den hier auch wegschleudern, das Fahrzeug? Ja, okay, kann ich. Ist ja irgendwie sogar ein bisschen leichter, habe ich so das Gefühl, als normale Fahrzeuge, oder? Ah, nee, doch nicht. Also, wir sind schon da. Ich dachte, es wäre weiter weg. Kann jetzt nicht den Weg versperren. Okay, hierfür ist der Schlüssel. Und hier ist auch der Bauplan. Nee, Moment mal, so ein Schlüssel ist ja für irgendwas anderes immer. Wo ist der Schlüssel hierfür? Oh, der zuständige Schlüssel dafür sollte entweder hier im Gebäude mitliegen oder der ist bei irgendeinem Sammelobjekt. So war es bisher zumindest immer. Zumindest in der Mall. Ups, ich habe die Parkuhr zerstört. Ich suche jetzt hier mal nach einem Schlüssel. Oh, natürlich geht's hier nach oben. Was machst du denn? Hier liegt Geld. Eine Armbrust, das brauche ich nicht. Ich finde es auch komisch, dass ich das Schloss nicht einfach abreißen kann. Mit dem Exit-Suit. Ich meine, ich kann hier Autos durch die Lüfte schleudern. Aber kein mickriges, billiges Schloss abreißen. Verstehe ich nicht. Warum waren da gerade 1700 von den Coins da im Kühlschrank? Na gut, dann gehen wir jetzt mal hier vorne hin. Okay, da oben ist mit Sicherheit was. Nicht runterspringen. Das ist ein Zombie. Scheiß kleiner Ständer hier. Nein, Nachtsicht an. Hier ist ein Zombie-Graffiti. Auf jeden Fall. Vielleicht auch ein Schlüssel in der Nähe. Nein. Gut, dann gehen wir wieder raus. Und gehen hier hinten hin. Oh, hä? Wie ist das passiert? Gibt es hier vorne noch ein bisschen? Ja, natürlich gibt es ja auch noch Sachen. Ah, gut, dann. Naja, weiß nicht. Können wir auch eigentlich mal anders machen. Wir müssen hier ja eh noch lang. Oh, ich verliere Energie. Endlich. Das hat sehr lange gedauert. Da kommt man nicht hoch.
Endlich verliere ich Energie. Ja, aber lass mich noch kurz das hier holen. Ah, da ist es ja. Kann man das jetzt irgendwie lesen? Ja, kann man. Okay, das machen wir, wenn wir, denke ich mal, alle haben oder so. Dann lese ich hier nochmal vor. Schnell, ausrauben! Mach das Fenster auf! Verdammt. Danke für das Auto, ich hau ab. Okay, da war eine Scheibe. Irgendwo hier. Nein! Zieht das andere wieder an. Fürchtet euch nicht, Bürger! Ach, hier. Aha. Ja, okay, hier ist es. Nee, das ist was ganz anderes. Aha, hier ist ein Käfigschlüssel. Und ich glaube, der ist für das, was ich eben gesucht habe. Ne, da oben war ich noch nicht. Ich brauche doch nur den Käfigschlüssel für das, was ich auch wirklich suche. Und hier oben ist ein Geldautomat. Und der Schlüssel ist anscheinend unten im Keller. Hier war kein Geld drauf. Was soll das denn? Warum war da kein Geld drin? Ne, hier, also hier ist die Schlüsselkarte. Okay, habt sie. Oh, natürlich ist das hier im Haus. Aber ich weiß, was das ist. Diese Häuser sind ja irgendwie immer gleich aufgebaut. Aber hier unten ist auch noch ein Geldautomat. Gucken bis nach rechts, weil ich Angst habe. Elektroschocker brauche ich nicht. Will ich auch nicht. Oh, was ist das denn hier schönes? Löchriger Terror. Okay, das ist nichts Schlechtes. Und dann nehmen wir hier die volle Schrotflinte mit. Und den Speer da oder die Lanze oder was das ist, kann ich nicht mitnehmen. Warum auch immer. Oh, hier ist ja auch noch ein Geldautomat. Ist da was drin? Natürlich nicht. Okay, dann werden wir einmal hier schnell reingehen, den Käfig aufmachen. Hier ist noch ein Käfigschlüssel. Ist der für das, was ich suche? Nein, für eine Feuerwache. Da unten. Nein, hau ab! Ich sehe ja nicht mal was. Hier ist der Käfig. Was ist das denn? Ein Pimpelköder. Ah, 12.500 Zombies haben wir schon gekillt. Nimm das hier mal, ihr nervt. Mach ich die Blendgranaten dafür weg.
Okay, dann auf zur Feuerwache. Ja, den Käfig öffnen. Schaltet sie aus! Euch mag ich nicht. Wo ist die Feuerwache? Ach, da ganz unten. Wo, hä? Wie bin ich denn da gerade hingelaufen? Wie bin ich denn da... Warum? Ich kann nicht mehr reden. Egal. Ich springe ein bisschen aus Hoffnung, dass man mich da nicht erwischt. Los, aus dem Weg! Ja, so erwischt man mich natürlich. Muss ja irgendwie reinkommen. Maschinenkanone. Aber hier ist kein Exit. Okay, hier kommt die Zombies aber nicht rein. Hier bin ich ganz allein und ungestört. Kann ich die Zombies von hier drin abknallen? Nein. Das ist eine unsichtbare Wand. Aha. Wer hat denn hier sein Schwert mit zur Feuerwache genommen? Komm, wir ziehen uns jetzt mal um. Wir werden jetzt hier im Feuerwehrmann. So, Feuerwehrausrüstung gehört natürlich auch ein Schwert. Das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. So, jetzt sind wir richtiger Feuerwehrmann. Bumbon. Hm, will ich nicht. Kann da bleiben. Nein, pack, nimm meine Ausrüstung wieder mit. Was ist das hier? Hm. Gut, dann geht's wieder raus. Der schreit da, ist komisch. Nein, lass es, ich wollte mal was werfen hier, du Drecks-Zombie, ja, danke. Hier, nimm das. Viel Spaß damit. Nein, hör auf, das, den Kasten zu essen, rein hier. Wo geht's als nächstes hin? Nach dort oben. Kann da mal irgendwer auftauchen, vielleicht der Hilfe braucht? In der Mall habe ich mich schon langsam darüber beschwert, weil es die ganze Zeit passiert ist. Und hier ist einfach niemand. Level 70 sind wir mittlerweile schon. Nein, ja doch, eigentlich schon. Oh, da war einiges an Geld drin. Was haben wir hier drin? Ah, das Teil. Hätte ich gerne dabei, tatsächlich. Ist zwar nur einer, aber besser als nichts. Okay, mit dem Taxi kann ich aus irgendeinem Grund nicht fahren. Hast du auch nochmal vor, irgendwann einzusteigen? Ja, super. Pack das Schwert weg für irgendein komisches Bleirohr. Tolle Idee. Hier ist nichts mehr. Der Bauplan da. Ich befand es halt oben hin, entdecken das Teil da. Dann fahren wir dorthin, entdecken das, das, das. Und dann brauchen wir... Muss ah, das hört sich doch gut an. Na, das sieht doch schlecht aus. Ich brauche irgendjemanden, der hilflos ist und kurz vorm Sterben. Und nicht sowas hier. Bringt mir nichts. Wenn du stirbst. Bist du tot? Du bist tot. Ja.
Nein, verdammt, nein, das ist gefährlich. Was beschäftigt mich davon jetzt? Ey, jetzt hau doch ab hier. Was kommt raus, wenn ich hiervon jetzt ein Foto mache? Ah. Das lebe das Mittelmaß. Hau jetzt ab. Also, was haben wir hier drin? Nein. 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 Ja, das nehme ich gern mit. Gut, ich will das jetzt aber entdecken. Ich laufe gut geschützt mit meinem Bleirohr rum. Oh, ich muss das Teil, ja, ich zerstöre das Teil gleich noch. Gut, dann haben wir hier aufs Klo. Schön Telefon. Wer hat hier sein Telefon vergessen? Gruselig. Hau ab. Warte, das ist eine Toilette. Ja, stimmt. Eine Toilette kann man nicht entdecken. Hab trotzdem was Nützliches gefunden. Vielleicht noch auf dem anderen Klo? Verdammt. Ja, hier ist was. Hat sich gelohnt, beide Toiletten anzugucken. 40 Zombie-Tags haben wir schon. Verdammt, 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 verdammt. Ich hab Angst. Nein, 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 das ist ein Frank, du Vollidiot. Bleibt ihr erstmal dumm vom Van stehen hier, anstatt einzusteigen. Das zerstöre ich trotzdem noch. Splatter! Ich vergesse das, lasse ich da. Gut, ich zerstör's doch. Aber nur weil ich's will. Und wenn der jetzt mal stirbt, bitte muss ich noch lauter werden? Er hau doch ab! Wir haben jetzt schon wieder 80.000. Wir ziehen die schon hier. Allein das hat gerade schon Schaden gemacht. So, zerstört. Dort unten. Ich möchte zumindest das noch entdecken. Hier wird mit Sicherheit auch irgendwas drin sein. Hier ist nichts. Ich nehme mir jetzt noch kurz die Zeit hier. Das hier nicht mehr, aber das hier noch. Obwohl, mal gucken, wie lange ich dafür brauche. Hey, passt auf! Ich möchte den Party jetzt nicht allzu lang machen. Du bist geliefert! Hund! Ah, ein schön großer Laden. Viel freie Fläche zum Sterben. Ich hasse dich, du Dreckszombie! Nimm das, bitteschön. Viel Spaß damit. Entdeckt und hier ist mit Sicherheit irgendwo was. Wenn jetzt hier irgendwas drin ist, das ergibt so null Sinn. Okay, hier ist nichts. Doch, Geld ist da drin. Wer hat da Geld reingepackt? Wer hat hier einen Dolch mit reingenommen? Ah, super, noch ein Dolch. Werden hier auch heimlich Dolche verkauft? Warum nicht? Stehlampe, wohl eher Fluglampe. Was ist das denn? Mhm. Hallo, steig ein. Nein. Lass dieses scheiß Teil. Alter, du bist so dumm.
Statt einzusteigen? Hör sofort auf! Hummelt der da an der Parkour rum? Ich renne jetzt einfach kurz hin. Oh, ist es das da? Ja, es ist das. Natürlich ist es das. Gut, dann begeben wir uns kurz an einen sicheren Ort, dann beende ich den Part. So, hallo, ich bin wieder da. Ich habe keinen Überlebenden gerettet, weil niemand gerettet werden muss. Ich muss doch einen Überlebenden retten, um ein Level höher zu kommen. Dann kann ich mir aber trotzdem keine Karte kaufen. Und ich glaube, im nächsten Part werden wir dann hier lang fahren, kurz das hier uns da mal umgucken. Das da hier freischalten. Da werden wir den hier oben hier retten. Einfach mal. Gut, aber das machen wir dann im nächsten Part. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.